willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal über den Bandhelper. Wir befassen uns heute mit den Einstellungen für die Fernsteuerung. Das ist etwas mehr, da möchte ich gar nicht überall im Detail darauf eingehen. Wir starten aber trotzdem einfach mal oben. Was ist das? Was wichtig ist, wir können hier den MIDI-Eingang wählen, sprich aus welchem Gerät die Steuerbefehle kommen. Wir können den Kanal auswählen, entweder auf alle oder 1 bis 16, sehr, sehr wichtig. Und wir können bei den MIDI-Buttons einstellen, ob es ein Taster oder ein Schalter ist. Unterschied: Taster muss ich gedrückt halten, beziehungsweise drücke ich einmal drauf und es wird ein Signal gesendet. Und wenn ich es als Schalter einstelle, habe ich zwei Werte, die geschaltet werden. Ich drücke einmal Wert 1, ich drücke noch einmal Wert 2. Beides hat seine Berechtigung und beides macht Sinn, je nachdem, was man damit machen möchte. Man kann hier die Rollintensität der Dokumente einstellen, weil ich über externe Befehle mein Dokument weiterrollen lassen kann. Ich muss das nicht, wie wir schon mal gelernt haben, automatisch laufen lassen, sondern ich kann das auch von extern steuern und hier wird dann die Stärke beeinflusst. Das muss man einfach mal ausprobieren. Und dann haben wir hier das Airturn, das kann man direkt einrichten. Ich habe das tatsächlich auch schon mal getestet, war aber nicht mein Fall, muss ich zugeben. So. Und jetzt kann man hier ganz, ganz viele Sachen bewegen. Zum Beispiel den Seitenabschnitt. Da kann ich dann angeben, auf was er reagiert. Entweder auf diese Fußschaltermeldungen oder hier auf MIDI-Systemmeldungen, die ich senden kann. Da sind so Standardsachen drin. Oder auch auf MIDI-Notenmeldungen. Das finde ich zum Beispiel total cool, weil wenn ich während des Spielens auf der Tastatur unterwegs bin, könnte ich mir die oberste Taste, die ich gerade eben nicht benutze, oder die unterste Taste, die ich nicht benutze, belegen und damit die Seite einfach wechseln. Das heißt, ich muss gar keine Hand hochnehmen, ich brauche auch keinen Fuß, sondern drücke einfach eine zweite Taste mehr, was meistens geht, und kann damit umschalten. Und zwar, wie gesagt, einen Abschnitt oder die Seite, eine Markierung oder auch Songs kann ich weiterschalten. Also diese Einstellmöglichkeiten, die ich gerade gezeigt habe hier, die habe ich jetzt hier überall. Ich gehe da jetzt einfach nur mal eben grob durch. Man kann das Dokument rollen, man kann Dokumente anschauen, man kann die Akkorde anzeigen und verbergen, man kann die Aufnahmen starten und stoppen, man kann die Aufnahmen wechseln, man kann das Metronom starten, stoppen, man kann die MIDI-Presets zusätzlich senden, man kann die Automation starten, stoppen, man kann die Apps öffnen, die man zusätzlich angelegt hat im Layout, man kann lauter, leiser machen. Also man kann unglaublich viel mit dieser Fernsteuerung steuern. Und als Fernsteuerung eignen sich so MIDI-Pedale, Bluetooth-Pedale, aber eben auch die Keyboards, die man benutzt. Das müssen dann keine Master-Keyboards sein, sondern eigentlich alles, was ihr so benutzt, kann man da verwenden.